So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Gestern war Mittwoch. Gestern war Raid-Boss-Wechsel. Bei mir ist heute Donnerstag. Ich habe ja den legendären Raid schon gemacht. Ich muss den Mega-Raid noch machen. Eben am Anfang habe ich für euch mal den Hubschrauber gefilmt, der da oben rumgeflogen ist. Das fand ich lustig. Eigentlich muss ich auf die Toilette. Eigentlich sind wir hier schon wieder am Arsch der Welt. Und was ich hier gesehen habe, da liegt ein Kronkorken auf der Straße. Den nehmen wir exklusiv jetzt mit für Bierschanger. Bierschanger will ja, dass wir ihr hier Kronkorken schicken von unseren Biertastings. Das ist jetzt ein Erinnerungsstück an das heutige Video. Den nehme ich mit. Ich glaube, da lag noch einer, den nehme ich auch mit. Ansonsten sind wir jetzt hier wieder bei unserem wilden Stromhäuschen. Also ich glaube zumindest, dass das so heißt. Da ist immer noch hier der Liegestuhl, da ist hier immer noch die Möwe, da ist hier noch Stadtwerke Meiningen. Das sieht richtig cool aus. Ich sammle noch ein paar Kronkorken, da möchte ich einen Tausch machen, da möchte ich einen mega Starlos-Raid machen. Den muss ich auch entwickeln. Der Habanero-Account hat noch gar nichts. Da hinten geht es zum Schwimmbad. Und in dieser Arena sitzt die Sarina. Grüße gehen raus. So, da ist noch ein Kronkorken, den nehmen wir jetzt auch mit für den Bierschanger. Der ist ein bisschen dreckig. Der hat eine kleine Delle, aber vielleicht geht er noch. Weil Bierschanger nimmt nur Kronkorken, die ideal Standard sind, also wie neu. Aller guten Dinge sind drei. Hier liegt noch einer. Die haben hier Warsteiner getrunken. Jetzt könntet ihr natürlich denken, ich hebe immer zu denselben auf, aber wenn ich in meine Hose gucke, habe ich jetzt wirklich schon drei Stück. Also der Ramses, der fake nix. Meine Pranks, die sind immer echt. Ja, jetzt muss ich aber erstmal den Trade machen. So, wir sind zurück. Das Stromhäuschen ist hinter mir. Ich gehe jetzt extra mal hier aufs Profil. Da seht ihr schon die Tauschanfrage von Super Sani. Die sitzt im Auto, die traut sich immer nicht raus. Dann geben wir Super Sani mal. Ich glaube, dieses Flannival, das für sie, für mich, ein Starlos auf Level 40 ungefähr. Ich glaube, der ist sogar ein bisschen drüber. Ich glaube, das Ding ist sogar von 2018. Kann also sein, dass das Lucky wird. Ich glaube, die 2018er, die werden ja relativ gut Lucky mittlerweile. Ne? Es geht nicht mehr um 16, es geht um 18. Das hat jetzt aber, glaube ich, abgenommen. Ach nee, das hat mir den 100er Wert angezeigt mit 2,5. Der hat 2,4, hat 3 Sterne, ist 12, 13, 14. Das könnte noch besser gehen, aber den werde ich mir als Mega machen. Dann gehen wir mal ganz kurz in die Telegram-Gruppe, um euch zu zeigen, wen wir eigentlich einladen wollen. Denn ich habe natürlich wieder meinen Raid gepostet in der Telegram-Gruppe hier am Strandstromhäuschen. Nicht wildes Stromhäuschen, sondern Strandstromhäuschen, ist ja ein Strand dran. Wenn wir runtergehen, sehen wir dann X-Imon, Fire, Swegodat, Creeper, Pokehunter, Shinaya, Sarina, Netghost. Die sind alle mit am Start. Wir gehen also raus. Das Männchen haut ab. Das Männchen kommt zurück. Wir gehen auf den Raid, auch mit dem Samyang-Account. Schmeißen mal hier rein. Dann habe ich nämlich genau 5 Leute zum Einladen. Das passt. Normal schreibe ich auch immer noch Go in die Gruppe. Kann ich ja gleich noch machen. Haben wir die jetzt hier eingespeichert. So, wo ist es? 1, 2, 3, 4, 5. Der Samyang lädt nichts ein. Pupsi könnte einladen, wenn sie will. Es sind noch 5 Plätze frei. Und ihr seht schon, da ist Kampf. Das Ding ist ja vom Typ Stahl hauptsächlich. Ich glaube, Mega Stahlos hat sogar nur den Stahltyp. Oder war das bei Mega Stollos? Das ist auf jeden Fall Stahl. Das heißt, ihr nehmt Kampf. Manchmal kann man auch Feuer nehmen. Aber ich glaube, das hat auch noch einen Typ Boden dabei. Dann bin mir jetzt mega unsicher. Mega unsicher, wie immer. Deswegen nehmt einfach Kampf. Das macht's ja richtig. Das schlägt euch schon immer vor, was das Beste ist. Hier drüben ist auch überall Kampf. Da ist zwar ein Logok mit dabei bei dem anderen, der ja Feuer ist. Aber der hat ja auch Kampfmoves. Da passt das schon. Ich schreibe jetzt trotzdem aus Spaß mal Go mit rein. So, Go noch ein XD dahinter, damit man sieht, dass ich richtig Spaß habe beim Raid. Dann machen wir das jetzt hier wieder weg, weil ich muss sagen, der hat gar nicht Go gesagt. Ansonsten macht man mit Mega Starlos was? Eigentlich nicht. Also ich habe den noch nie entwickelt und damit dann geraidet. Ich habe auch mit Mega Stollos noch nie, also auf dem Main-Account damals, den entwickelt und damit geraidet. Das sind dann halt auch wieder so Sachen, die du entwickelst, um Bonbons zu pushen. Wenn jetzt, sagen wir mal, es ist ein C-Day von Bronzel C-Day und du möchtest mehr Bonbons kriegen und die Wahrscheinlichkeit auf XL erhöhen, dann machst du halt ein Mega Starlos an oder ein Mega Stollos.
Für mich sind andere Sachen cool zum Raiden, wie Mega Despota, wie Mega Glurak oder so, wie Mega Garados, ist auch cool. Ich warte noch, dass Mega Lucario irgendwann kommt, der ist auf jeden Fall auch fett. Ansonsten ist das halt was, was du entwickelst für die Medaille öfters mal, damit du die verschiedenen Mega-Entwicklungen hast. Wirklich nützlich müsste der nicht sein. Wenn ich da falsch liege, dann schreit's rein. Deswegen reicht auch eins entwickeln. Auf dem Main habe ich ja mal geguckt, dass ich einen 100er auf Level 50 Push zum Best Buddy mache, dann entwickle und immer noch ein Shiny Mega entwickle für die Sammlung. Hier reicht mir wirklich eins komplett, egal ob Shiny oder normal. Die IV sind meistens auch egal. Bei manchen habe ich gedacht, das Level ist zwar nicht so gut, aber das Shiny sieht ganz cool aus. Also nehme ich einfach ein Level 20er Shiny und entwickle das. Das reicht mir dann auch. Aber ich glaube, sobald ich die Medaille voll habe mit den 1000 verschiedenen Mega-Entwicklungen, also die nicht verschiedene, mit den 1000 Mega-Entwicklungen insgesamt, werde ich vielleicht auch bei den Mega-Pokémon ein bisschen ausmisten noch. Die ich halt wirklich eigentlich nicht brauche, die ich hässlich finde, die nicht stark sind, mit denen ich nie kämpfe, dass sie vielleicht auch wegkommen. Denn manche Mega-Pokémon finde ich absolut Grotte. Und ich möchte bei dem so wenig Pokémon wie möglich drauf haben im Beutel. Der Platz reicht zwar aus, ich habe immer so 400, 500 Plätze jetzt frei durch die täglichen Münzen, aber ich weiß nicht. Man sammelt halt nichts mehr, und dadurch ist das jetzt so unterschiedlich. Jetzt sieht es übrigens so aus wie beim Video von DCVDNS. Eigentlich wollte Nate-Dog die Hook singen, wenn ihr das kennt. Wenn nicht, gebt mal bei Google ein, bei YouTube ein. DCVDNS. Eigentlich wollte Nate-Dog die Hook singen, aber er kann nicht, weil er von uns ging, ne? 225 mitgenommen, 1337, das ist ein Elite-Pokémon. Das hat Pupsi da, kann ich nicht erkennen, auf jeden Fall ist kein Shiny dabei. Der andere ist besser, der andere hat 1346. So, wir schmeißen das jetzt einfach mal drauf. ...1352 hat sie, also sie hat wieder mal das Beste. Das heißt, hier drüben, das ist noch schlechter. Das hat 14-12-10 und das mit 1337, was man eigentlich... Früher habe ich das auch gesammelt auf dem Main-Account. 1337er Pokémon, hat auch nur 2 Sterne. Nee, das machen wir nicht zur Mega-Entwicklung. Wir nehmen einfach das, werden das jetzt hier einmal Mega-entwickeln. Da kommt das auf 3700. Und alle paar Tage, also jeden Tag mit der Energie, die ich habe, werde ich das dann einmal entwickeln, bis es Stufe 2 hat oder so. Irgendwann hat es Stufe 3 vielleicht. Es ist alles so kompliziert, ich weiß nicht. Seid froh, dass ihr einen Hauptaccount habt, dass ihr normal dann spielt und eure Ziele habt und verfolgt. Ist immer wieder beim Habanero, du weißt einfach nicht, was das Ziel ist. Du machst einfach trotzdem irgendwie wie immer, aber irgendwie weißt du gar nicht, was du da machst. So, ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Hier sitzt noch ein fettes Gran Bull, das ist auch nett. Das kann man vielleicht nochmal mitnehmen, da können wir nochmal einen Ball drauf werfen. Und dann Grüße an Bierschanger, danke an alle, die dabei waren. Jetzt bin ich doch Glücksfreund geworden mit dem Samyang Bulldog Account. Da würde ich mir vielleicht einen Voltolos rüber tauschen. Warte mal, ich habe heute noch gar keinen Spezialtausch gemacht. Ich wollte extra bei Voltolos Bonbons sammeln, ich habe noch kein gutes Voltolos auf dem Account. Ich werde jetzt spontan einfach hier mal 2 Voltolos tauschen und dann gucken, was bei rauskommt. Voltolos 25 54. Jetzt haben wir hier 25 67. Beide Mining, beide 800. Machen wir nochmal Glückstausch mit Voltolos. Weil bei Terrakium, das fand ich ja cool und habe einen 96er mit 15 Angriff gekriegt direkt am Anfang. Deshalb habe ich alle Sonderbonbons da rein, dass ich das mal auf... Scheiße. Dass ich das mal auf Level 40 ziehen kann. Bei Zekrom habe ich das so gemacht. Da gab es auch eins mit 15 Angriff direkt. Das fand ich gut. Hier auf dem Kleinen haben wir jetzt ein 3-sterniges mit 14, 12, 14. Ja, und der Main-Account, also der Habanero hat jetzt voll reingeschissen, weil... Der hat was Schlechtes weggegeben und er hat auch was Schlechtes wiederbekommen. 3 Sterne, aber 12, 12, 13. Also, das war nix. Spezialtausch und Glückstausch komplett verschissen. Da freut man sich. Was für ein hässlicher Mega-Raid. Was für ein dreckiger Glückstausch.
Was ist euer letzter Glückstausch, den ihr gemacht habt? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.